Hallo meine Lieben, so ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe es hier jetzt mit einem Kaffee mir wieder auf der Couch gemütlich gemacht, denn ich schulde euch ja noch den Geburtsbericht von meinem ersten Sohn, dem kleinen Nino. Und da ist die Geburt ehrlich gesagt ganz anders abgelaufen als geplant, erhofft, erträumt, erwünscht, auch ganz plötzlich. Und ja, wie soll ich sagen, es war auf jeden Fall einfach alles komplett anders, wie wir jemals gedacht hätten, dass es soweit sein wird. Aber vielleicht schon vorweggreifend, die Hauptsache ist natürlich, dass Mutter und Kind sozusagen gut aus dieser Sache rausgehen, und das war der Fall. Nino war komplett gesund bei der Geburt und auch ich habe mich relativ schnell wieder erholt, von daher, das ist ja die Hauptsache. Aber jetzt fangen wir mal der Reihe nach an. Ich nehme kurz einen Schluck Kaffee. Stell ich mal hin. Genau, ich habe jetzt hier noch, was ich so ein bisschen reinspicken kann, hier mein Mutterpass, dass ich euch so ein bisschen durch die Daten führen kann. Und zwar, ich fange vielleicht mal vorne an. Grundsätzlich muss ich sagen, ich habe eine nahezu Traumschwangerschaft gehabt. Ich habe kaum Beschwerden gehabt. Ich habe kaum unter irgendwelchen Symptomen zu leiden gehabt. Mir war von Anfang an nicht wirklich übel. Ich hatte ein oder zwei Tage, da war es richtig schlimm. Da habe ich wirklich gar nichts bei mir behalten. Weswegen wir dann auch mitten in der Nacht dann irgendwann in die Notfallklinik gefahren sind, weil ich nicht mal mehr Flüssigkeit in mir behalten habe, und das über ja nahezu 12 Stunden lang. Und da mussten wir dann einfach in die Klinik wegen Gefahr auf vorzusorgen sozusagen, dass keine Dehydrierung erfolgt. Das war aber wirklich das einzige Mal, dass mir wirklich so schlecht war. Ich hatte so drittes Trimester ungefähr, da war mir dann ab und an morgens, wenn ich in die Arbeit gefahren bin, übel. Aber nicht massiv. Also das muss ich sagen, das ging eigentlich. War gut handelbar. Also ich war nie in der Lage, dass ich, sage ich mal, nicht aktiv am Leben teilnehmen konnte, dass mein Arzt mich krank schreiben lassen musste. Solche Dinge hatte ich alles nicht. Ich hatte nur relativ wenig Rückenschmerzen. Das war dann aber auch nicht wirklich viel. Wassereinlagerung hatte ich gar nicht. Was ich ein bisschen hatte zum Ende hin, war das Karpaltunnelsyndrom. Also wenn ich aufgewacht bin, dann waren vorwiegend die Mittelfinger taub, und ich hatte auch so ein bisschen die Probleme, dass meine Hände dann zu strecken sozusagen. Also ich hatte immer das Gefühl, ich musste die am Anfang so halten, wenn ich morgens aufgewacht bin, und dann ganz langsam versuchen, in die Bewegung reinzukommen. Da habe ich dann ein paar Übungen gemacht, die ich aus dem Schwangerschafts-Yoga mitgenommen habe. Das hat dann auch Linderung verschafft, aber es war alles total erträglich, und ich hatte nie das Gefühl, ich leide unter der Schwangerschaft, sondern ich habe das genossen. Der Kleine hat mich nie getreten, dass es wehgetan hat. Er lag nie so, dass ich gedacht habe, boah, Kind, also das ist jetzt aber mega unangenehm. Gar nicht. Also ich muss sagen, wirklich, ich habe die Schwangerschaft von vorne bis hinten genießen können und habe das wirklich als ganz besondere Zeit in Erinnerung. Klar, man verherrlicht das vielleicht dann nachher auch zum Schluss so ein bisschen oder im Nachhinein. Aber auch das Schlafen, also ich habe immer gut geschlafen und war sehr glücklich als Schwangere. Jetzt gucke ich gerade mal, mein Arzt hat irgendwann, das muss so um die, ja, irgendwas so in Richtung 28. Woche, ich sag mal irgendwas zwischen 28. und 30. Woche, hat er bei einer normalen Regeluntersuchung festgestellt, dass mein Gebärmutterhals ein bisschen verkürzt ist. Hat gesagt, ich soll halt einfach jetzt ein bisschen langsam machen. Ich soll mich so gut wie es geht schonen. Also er hat mich nicht krank geschrieben, das nicht. Er hat nur einfach gesagt, ich soll so viel wie möglich mich ausruhen und auf gar keinen Fall mehr schwer heben. Und ich durfte auch eine Zeit lang nicht ins Schwangerschafts-Yoga gehen. Einfach um sicher zu gehen, dass da nicht vorzeitig irgendwas passiert sozusagen. Und jetzt schaue ich hier gerade nochmal, das hat sich auch eine ganze Zeit lang gezogen, und ungefähr so in der, ich schaue gerade hier in den Mutterpass wegen den Daten, es muss dann ungefähr so die 32. Woche gewesen sein, wo es immer noch nicht besser war. Also der Gebärmutterhals war nach wie vor verkürzt, und er hat jetzt gesagt, entweder ich kriege es jetzt tatsächlich hin, mich wirklich weitestgehend zu schonen, oder er muss mich eben stationär aufnehmen lassen. Und das war natürlich eine Sache, die wollte ich absolut gar nicht. Also ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, die restlichen 8-9 Wochen im Krankenhaus zu verbringen. Habe ich gesagt, ja, ich mache alles, ich bleibe ganz ruhig und
keine Anstrengung mehr. Und dann hatte ich in der Folgewoche nochmal einen Termin. Das war dann die 33. Woche, genau. Und das wäre praktisch, das war dann 1,5 Wochen, bevor mein regulärer Mutterschutz begonnen hat. Und da hat er gesagt, er nimmt mich jetzt sofort aus der Arbeit raus. Ich soll ja mich wirklich schonen. Ich bin ab sofort krankgeschrieben. Und das Ziel ist wirklich, was hat er denn damals gesagt? Ich glaube, das Ziel für ihn war die 35. Woche auf jeden Fall zu erreichen. Irgendwie, ich glaube, 34. oder 35. Woche hat gesagt, das ist das Ziel, worauf wir jetzt hinarbeiten. Danach ist alles nicht mehr ganz so kritisch, aber bis dahin sollten wir auf jeden Fall kommen und alles dafür tun. Und dementsprechend hat er mich dann eben auch früher von der Arbeit rausgenommen. Das war dann natürlich etwas überraschend, aber ja, was sollte ich machen? Das war ja zum Wohl vom Kind. Und das Schlimme an dieser Sache fand ich jetzt, dass es ging mir ja komplett gut. Ich war ja nicht krank, ich hatte ja keine Grippe oder irgendwelche Schmerzen, sondern es ging mir ja wirklich gut. Und dann viel zu liegen und nicht mehr wirklich was zu machen. Ich meine, man stellt sich ja den Mutterschutz auch ein bisschen anders vor. Ich hatte ja noch diverse Sachen, die ich erledigen wollte. Ich wollte ja die, keine Ahnung, hier die ganzen Sachen in der Drogerie kaufen, um den Wickeltisch einzurichten, die Klamotten waschen. Wir hatten ja Ninos Zimmer komplett renoviert und da waren noch ein paar Sachen, nochmal putzen und so weiter. Also ich hatte ja schon diverse Pläne und ich hatte zudem, oder ich habe eine Freundin, die kurz vor mir sozusagen entbunden hat und da waren natürlich die Pläne, hey, sobald ich auch im Mutterschutz bin, treffen wir uns nahezu täglich und ich kann dann ganz viel auch mit ihrem kleinen Baby Zeit verbringen und ja, also wir hatten uns das alles wunderbar ausgemalt. Wir haben uns natürlich auch getroffen, ich war jetzt nicht die ganze Zeit nur zu Hause, aber eben alles sehr reduziert. Und dann war es so, wie gesagt, ich war dann zu Hause im Mutterschutz schon und habe so gut wie es geht versucht, mich zu schonen. Hatte dann regelmäßig Termine zur Kontrolle bei meinem Arzt und also der Gebärmutterhals hat sich nicht wieder verlängert, aber es hat sich irgendwann so ein bisschen stabilisiert, sage ich mal. Also er hat dann leichte Entwarnung sozusagen gegeben und hat aber immer zu mir gesagt, dass er stark dran glaubt, dass der Kleine auf jeden Fall früher kommt. Und das war beim letzten Termin, ich schaue gerade, das war 8 Tage bevor der Kleine kam. Das heißt, da war ich, ja genau, das war dann gerade so 35. Woche oder Ende 35. Woche. Da hat er schon zu mir gesagt, ah ja, jetzt haben wir ja unser Ziel erreicht, wir schauen mal, ob wir uns zum nächsten Termin überhaupt noch sehen. Haben dann nochmal CTG geschrieben und so weiter und war alles in Ordnung, alles gut, mir ging es gut. Und dann war die Woche, wo mein letzter Termin vom Geburtsvorbereitungskurs stattgefunden hat. Wir hatten in der letzten Woche 2 Termine direkt hintereinander, weil einmal ein Termin ausgefallen war und dementsprechend, ich muss noch dazu einschieben, natürlich habe ich dann irgendwann meine Kliniktasche schon gepackt gehabt, also das war dann in der 36. Woche ungefähr habe ich meine Kliniktasche gepackt gehabt. Und mir noch alles aufgeschrieben, was noch, wenn es dann wirklich losgeht, noch rein muss. Das hatte ich dann soweit alles schon fertig. Ich habe dann auch irgendwann angefangen, Himbeerblättertee zu trinken. Und was habe ich sonst noch gemacht? Sonst habe ich eigentlich geburtsvorbereitend gar nicht so viel gemacht, weil ja, ich ging ja noch davon aus, dass ich noch, da war ich dann, ja, 36., 37. Woche, also dann ging ich ja davon aus, ich habe noch 3 Wochen Zeit und beim letzten Termin hat der Arzt dann gesagt, ja, da hatte ich ja dann noch 4 Wochen und da hat er dann gesagt, ja, rechnen Sie mal damit, dass es früher losgeht, dass er nicht mehr so lang drin bleibt und da weiß ich noch, wir hatten erst die Untersuchung und dann habe ich das CTG geschrieben bekommen. Und ich weiß noch genau, dass ich auf dieser Liege lag beim CTG und plötzlich eine totale Panikattacke bekommen habe, weil in meinem Kopf hatte ich eben noch diese 3 oder 4 Wochen, was es waren. Und plötzlich sagt mein Arzt mir, ja, könnte auch definitiv früher losgehen. Und dann habe ich dann in meinem Kopf so gedacht, so, wenn plötzlich 4 Wochen runter reduziert werden auf, sagen wir mal, 2 Wochen oder so, das war für mich so hoch, so schnell, so plötzlich. Da kam ich gedanklich nicht so ganz mit. Habe gedacht, Gott, in 2 Wochen habe ich vielleicht mein Baby schon auf dem Arm. Und also ich fand das, klar war die Vorfreude da, aber irgendwie hat es mich auch so ein bisschen unter Schock versetzt, sage ich mal. Und wie gesagt, dann waren die letzten Termine vom Geburtsvorbereitungskurs und es war dann Ende Juli. Und ich hatte für Anfang Juli noch einen Termin für ein Babybauch-Fotoshooting vereinbart. Und ich habe immer die ganze Schwangerschaft über schon mit dem Baby im Bauch geredet, habe gesagt, du kannst kommen, wann du willst, nur bitte lass uns noch das Babybauch-Fotoshooting machen.
Das Problem war an der Sache, ich habe mich relativ spät, ehrlich gesagt, drum gekümmert, habe aber auch nicht damit gerechnet, dass ich bei dem Fotograf, zu dem ich da gehen wollte, so Probleme habe, noch kurzfristig einen Termin zu bekommen. Das heißt, als ich den Termin vereinbart habe, musste ich, glaube ich, 3 Wochen darauf warten. Und ich habe immer zu meinem Baby gesagt, hey, Anfang August haben wir noch dieses Baby bei Fotoshooting und danach kannst du kommen. Das wäre mir noch wichtig, dass ich diese Bilder eben machen kann. Und das ist so eine Sache übrigens, by the way, so ein bisschen Eigenwerbung. Sowas würde euch nicht passieren, wenn ihr euch dann in meinem Programm Muckiwunder anmeldet, denn da bekommt ihr rechtzeitig von mir alle Infos, wann welche Dinge in der Schwangerschaft zu erledigen sind, dass ihr eben rechtzeitig solche Dinge einplant und dann, ich nehme es jetzt vorweg, dann eben in die Situation kommt, dass eben so ein Babybauch-Fotoshooting nicht mehr stattfinden kann, weil das Kind eben dann schon früher da ist. Und ihr eben ja rechtzeitig die Termine plant, dass ihr auch dann, wenn ihr ein Babybauch-Fotoshooting machen wollt, dann auch den Termin bekommt. Genau, das als kleiner Einschub Eigenwerbung zwischendrin. Genau, und dann war es eben wie gesagt so, wir hatten den letzten Termin vom Geburtsvorbereitungskurs, das heißt, da war alles dann sozusagen dann vom Wissen, was ich her mir aneignen wollte, erledigt. Und es war so, dass wir an diesem Abend, hatten ein paar Mädels vom Geburtsvorbereitungskurs gesagt, komm, wir gehen noch mal ein bisschen was essen, so als kleinen Abschluss. Und da war ich dann eben auch mit dabei. Und es war an diesem Tag so, es war ein Donnerstag, da war morgens meine Mama zum Frühstücken da und wir wollten hier so ein paar Dinge machen. Und ich hatte den ganzen Tag schon ein bisschen Bauchschmerzen. Also es war wirklich nicht wehenartig, das kann ich definitiv sagen, obwohl ich nach wie vor nicht weiß, wie sich überhaupt eine Wehe anfühlt. Das vielleicht jetzt auch vorweggenommen. Aber es war so, dass das die ganze Zeit sich so angefühlt hat wie ein Bauchkrampf. Also wie wenn man irgendwie eine Magenverstimmung hat oder sowas. Das war hier, sieht man das hier so relativ oben im Bauch. Also nicht unten, sondern es war relativ weit oben, wo ich gedacht habe, hast vielleicht was Falsches gegessen. Und es wurde über den Tag immer so ein bisschen mehr. Aber nicht dieses Wellenartige, sondern es war wirklich rein auf die Bauchregion bezogen. Und ich hatte mich dann auch nachmittags nochmal hingelegt, als meine Mama weg war, bevor ich dann eben zum Geburtsvorbereitungskurs musste. Und habe dann aber auch irgendwie die Gelegenheit verpasst, nochmal mit meiner Hebamme drüber zu sprechen. Keine Ahnung, irgendwie waren wir dann schon so, jetzt gehen wir gleich was essen. Und dann habe ich es irgendwie vergessen. Aber es wurde immer, immer mehr. Und es war dann teilweise, wo wir dann essen waren, dann so, dass ich mich schon ja, nicht mehr so ganz wohl gefühlt habe. Es war zwar noch erträglich, aber kam immer mehr in den Vordergrund. Und zwei von den Mädels, die dabei waren, es waren zwei, also die waren mit einem zweiten Kind schwanger. Und da habe ich gesagt, hey, wisst ihr vielleicht, was das sein kann? Es ist nicht wellenartig, können das irgendwelche Übungswehen sein, Senkwehen? Ich weiß nicht, wie fühlt sich sowas an? Die konnten mir dann aber auch nicht wirklich weiterhelfen, weil es fühlt sich ja bei jedem auch so ein bisschen anders an. Und es war aber nichtsdestotrotz ein wunderschöner Abend. Es war so ein warmer Abend und wir saßen draußen und irgendwann gingen so Lampions in den Bäumen an und wir haben ganz viel gequatscht und haben super lecker gegessen und es war wirklich ein ganz, ganz toller Abend. Den habe ich immer noch so deutlich in Erinnerung. Wahrscheinlich, weil die ganzen Tage, die jetzt dann kamen, wirklich noch so ganz, ganz doll in meinem Gedächtnis eingebrannt sind, obwohl es jetzt schon 1,5 Jahre her ist, aber. Ja, ganz, ganz schöner Abend war das. Und es war so, als ich nach Hause kam, war es vielleicht, weiß ich nicht, 10, halb 11 oder so. Mein Mann war schon im Bett, der hatte irgendwie an dem Tag so ein bisschen Kopfschmerzen, ist früher ins Bett gegangen. Ich bin dann noch kurz unter die Dusche und habe mich dann ins Bett gelegt und wollte eigentlich schlafen, aber es ging nicht. Weil der Bauch, es war immer schlimmer sozusagen. Also es war wie so ein permanent anhaltender Krampf, Magenschmerz. Ja, es war auf jeden Fall sehr unangenehm und dadurch, dass ich dann eben im Bett lag und keine Ablenkung auch mehr hatte, war das eben sehr, sehr präsent. Und es hat mich eigentlich nahezu gar nicht mehr schlafen lassen. Und ich habe dann hin oder her überlegen, was mache ich jetzt? Okay, auf jeden Fall am nächsten Morgen direkt beim Frauenarzt anrufen und einen Termin machen zur Kontrolle. Der nächste Termin stand eigentlich erst für die Folgewoche an. Und habe ich hin und her überlegt, weil es wurde wirklich, ich habe das wirklich gemerkt, es wurde immer, immer schlimmer. Und habe ich überlegt, ja toll, aber was mache ich, wenn ich am nächsten Morgen da anrufe? Ich meine, die Praxis machte, glaube ich, erst immer so um 8 Uhr oder 8:30 Uhr auf. Das heißt, mein Mann wäre definitiv schon an der Arbeit gewesen, bevor ich überhaupt hätte anrufen können. Geschweige denn, wann überhaupt dann der Termin gewesen wäre. Habe gesagt, was ist, wenn das so schlimm ist, dass ich nicht mehr fahren kann? Sollen wir vielleicht doch ins Krankenhaus gehen? Habe ich gedacht, nee, nachher lassen die mich stationär aufnehmen, dann muss ich die restlichen 3,5 Wochen im Krankenhaus liegen. Hatte ich auch gar keinen Bock drauf. Und dieses Gedankenspiel, das ging die ganze Nacht so hin und her. Dann habe ich gedacht, ja, nee, aber also ich muss definitiv zu irgendeinem Arzt, entweder Krankenhaus oder mein Frauenarzt, wobei der Frauenarzt natürlich
die angenehmere Variante aus meiner Sicht gewesen wäre. Aber ich habe dann irgendwann echt gedacht, nee, ich gehe auf Nummer sicher. Ich weiß nicht, was kommt, wie es mit mir weitergeht. Wir fahren lieber in die Klinik und die sollen draufschauen. Und dann habe ich es so gemacht, ich bin dann irgendwann aufgestanden, weil ich konnte definitiv nicht schlafen. Ich glaube, es war dann irgendwann so, ja, 4:30 oder so, wo ich dann aufgestanden bin. Und da habe ich gedacht, komm, ich lasse meinen Mann einfach noch ein bisschen schlafen, sodass er eben, ja, danach, wenn wir dann vom Krankenhaus wiederkommen, er dann zur Arbeit fahren kann und dann nicht so erschöpft ist. Und das habe ich gedacht, ich stehe auf, mache mich so ein bisschen fertig und packe auf jeden Fall mal präventiv die letzten Sachen für die Kliniktasche. Habe ich einfach so aus einem Instinkt rausgemacht. Und dann habe ich irgendwann meinen Mann geweckt. Das war ein bisschen ungeschickt von mir, weil ich ihn geweckt habe, bevor sein Wecker klingelte und gesagt hat, du Schatz, könntest du bitte aufstehen? Ich glaube, wir müssen ins Krankenhaus. Und er wusste zwar von mir vom Vortag, dass ich diese Schmerzen hatte, weil ich habe ihn natürlich darüber informiert, aber hat natürlich nicht mitgekriegt, wie es mir die ganze Nacht überging. Und dann ist er natürlich komplett aufgeschreckt, weil er gedacht, oh, Panik, es geht los. Und habe ich gesagt, nee, stopp, sorry, so war es nicht gemeint. Ich habe immer noch diese Schmerzen, sie werden jetzt immer schlimmer. Aber also nicht, dass es jetzt losgeht, aber bevor du an die Arbeit fährst, würde ich gerne, dass wir in die Klinik fahren und die draufschauen und danach kannst du arbeiten fahren. Du musst dich jetzt auch nicht beeilen. Ich packe die restlichen Sachen jetzt mal für die Kliniktasche und dann können wir los. Also hat er sich ganz normal in Ruhe für die Arbeit fertig gemacht. Also wahrscheinlich schon ein bisschen schneller als normal, weil ich glaube, er war dann schon so ein bisschen beunruhigt. Aber ich war eigentlich relativ entspannt, weil ich gedacht habe, ja gut, wir fahren jetzt in die Klinik, wir werden ein CTG schreiben, die geben mir vielleicht irgendwie eine Tablette oder eine Salbe oder was weiß ich. Und dann fahre ich wieder nach Hause und mein Mann geht an die Arbeit. Es war dann ungefähr so kurz vor 6, als wir dann losgefahren sind. Und ja, es war dann auch noch relativ wenig Verkehr durch die Stadt. Wir mussten ja durch Ludwigsburg durch und da gab es, klar, die Klinik ist ja dann irgendwann auf diesen Schildern angeschrieben mit diesem Symbol. Und ich bis heute weiß ich, dass ich auf einem bestimmten Schild dieses Symbol angeschaut habe. Und jedes Mal, wenn ich daran vorbeifahre, erinnert mich das so an das, was jetzt dann in der Erzählung jetzt dann gleich kommt. Und also es ist ganz krass, ich verbinde mit diesem einen Schild, ja, ganz mit diesem Symbol ganz viel. Jedes Mal, wenn ich da vorbeifahre, muss ich darauf gucken und dran denken. Genau, und wir sind da, wie gesagt, hingefahren und wir waren eigentlich beide relativ entspannt, sage ich mal, weil, ja, wir gingen beide davon aus, dass das jetzt nichts weiter ist, weil ich hatte ja keine Wehen, Fruchtblase nicht geplatzt und so weiter. Wir haben auch die Kliniktasche gar nicht mitgenommen. Ich habe die wirklich nur rein präventiv mal fertig gepackt, zu Hause stehen gehabt. Weil ich gedacht habe, wenn ich dann doch vielleicht aufgenommen werde stationär, dann muss mein Mann die eben holen und dann ist es so. Aber die stand auf jeden Fall mal so fertig im Kinderzimmer vom Nino. So, und dann sind wir Richtung da Kreißsaal gegangen und haben uns dann eben da am Empfang angemeldet. Da saß eine Hebamme und dann habe ich halt gesagt, hier, ich habe seit ungefähr 24 Stunden Schmerzen, die werden jetzt immer schlimmer und ich weiß nicht, was es ist. Und ja, warum ich denn nicht zuerst beim Frauenarzt angerufen habe. Und da habe ich dann eben erklärt, ja, der Frauenarzt macht halt erst um 8 Uhr oder nur 8.30 Uhr auf und es ist jetzt halt immer schlimmer und schon seit 24 Stunden und mein Mann muss nachher arbeiten und ich weiß nicht, ob ich noch alleine hätte zum Frauenarzt fahren können. Habe ihr das einfach so ein bisschen erklärt, so wie ich es dann halt eben geschafft habe. Und man hat aber schon gemerkt, dass sie nicht wirklich begeistert war. Also sie hat mir schon den Eindruck vermittelt, okay, der erste Weg wäre definitiv Frauenarzt gewesen und nicht hier bei uns, weil wir haben hier andere Dinge zu tun. So habe ich mich dann im ersten Moment gefühlt. Habe ich gedacht, was bist du denn für eine blöde Kuh? Aber ja, ich meine, wenn es mir nicht gut geht in der Schwangerschaft und ich habe das Bedürfnis, in die Klinik zu fahren und mich untersuchen zu lassen, dann mache ich das. Und dann hat sie gesagt, komm, wir schreiben erstmal CTG. Und dann sind wir in den Raum gegangen, habe mich auf die Liege gelegt, war eigentlich alles wie immer. Und dann hat sie die Herztöne dann gefunden, hat alles angelegt und dann hat sie uns erstmal alleine gelassen. Und dann lag ich da so ein paar Minuten, ich glaube, es war gar nicht lange. Und dann ging so ein kleiner Alarm an, weil die Herztöne runtergegangen sind von dem Kleinen. Habe ich mir aber erstmal auch nicht wirklich Gedanken gemacht, weil das war auch beim Frauenarzt ab und an mal so, wenn hätte ja sein können, der Kleine dreht sich weg und die Herztöne werden dann nicht mehr so genau von dem Gerät aufgezeichnet. Also ich habe mir da jetzt nicht gleich Gedanken und Panik gemacht. Und dann wollte mein Mann schon nach der Hebamme schauen gehen, dass die kommt und guckt. Sie kam dann aber schon jetzt aber auch nicht direkt in Panik sozusagen, sondern sie kam halt schnell in Schrittes, aber jetzt nicht wirklich direkt beunruhigt. Hat gesagt, gut, komm, wir drehen uns mal auf die andere Seite und gucken, wo wir die Herztöne da wieder finden. Und das war aber nicht der Fall. Und dann hat sie angefangen, meinen
meinen Bauch, sage ich mal, so ein bisschen, also so habe ich es zumindest in Erinnerung, ein bisschen rabiat zu massieren, weil sie gesagt haben, müssen jetzt irgendwie gucken, dass die Herztöne vom Kleinen wieder hochgehen. Also jetzt, wo ich es erzähle, ich kriege nach wie vor, ehrlich gesagt, Gänsehaut und ja, das ist einfach ja, ganz, ganz krass, was so jetzt für mich und meinen Mann in den nächsten Augenblicken passiert ist. Genau, und dann hat sie, wie gesagt, angefangen, den Bauch zu massieren und es ist aber nichts passiert. Und dann war es eben so, dass plötzlich auch eine Ärztin mit im Raum war. Und dann hat man mir was gespritzt, dass sozusagen die Herztöne wieder angeregt werden soll vom Kleinen. Das hat aber nicht angeschlagen, weil es ist nur mein Puls ist nur hochgegangen aufgrund dieses Medikaments. Ich kann gar nicht mehr genau sagen, was es war. Ich habe das dann, also jetzt, was ich alles jetzt erzähle, das ist das, was ich denke in Erinnerung zu haben und das, was mir eben auch mein Mann danach erzählt hat und die Hebamme und die Ärztin. Also man hat mir dann eben was gespritzt und die Hebamme hat immer noch versucht, meinen Bauch zu massieren, dass die Herztöne wieder wieder hochgehen. Aber es ist eben nach wie vor nichts passiert. Das ist alles in ganz, ganz, ganz kurzen Momenten passiert. Und mein Mann hat mir erzählt, dass plötzlich immer mehr Leute in diesen Raum gekommen sind. Und das, was ich eben noch so ganz deutlich weiß, ist, dass dann die Hebamme plötzlich zu mir gesagt hat, Frau Hämmerling, wir holen jetzt ihr Kind. Und also wie gesagt, jetzt ist mir natürlich ganz deutlich bewusst, was diese Worte heißen, aber in dem Moment, ich habe es gar nicht so richtig greifen können und dann ging eben auch direkt eine totale Hektik los. Man hat mir einen Zugang gelegt gehabt, man hat zu meinem Mann gesagt, sie helfen jetzt sofort, ihre Frau auszuziehen, dann hat man mich eben untenrum ausgezogen, mein Mann hat da geholfen, dann hat die Hebamme mir einen Katheter gelegt, das hat sie auch relativ, rabiat gemacht, sage ich mal. Sie hat sich auch dann für mich bei mir entschuldigt, aber es musste in dem Moment halt wirklich schnell gehen, weil die Herztöne sind nach wie vor nicht hochgegangen. Die lagen zu diesem Zeitpunkt ungefähr bei 50 bis 60 und normal sollte eben für so ein kleines Kind 160 sein. Und wie gesagt, das ist alles in ganz, ganz kurzer Zeit passiert. Und dann war es eben so, dass es war auf jeden Fall die Hebamme und auch die Ärztin hat man mich genommen. Und wie gesagt, ich war untenrum dann komplett entblößt. Und dann bin ich auf diese beiden Frauen aufgestützt in den nächsten Kreissaal gerannt. Also wir sind wirklich über diesen Flur gerannt. Und dann hat man mich auf dieses Bett vom Kreißsaal gelegt. Also wir sind nicht in den OP gegangen, sondern wir sind wirklich einfach direkt praktisch quer über den Flur in den nächsten Kreißsaal reingerannt. Und da war dann plötzlich auch alles voller Leute. Man hat mich hingelegt, man hat mir eine Sauerstoffmaske gegeben und es war alles in dem Raum voller Leute, aber das habe ich nur ganz, ganz unbewusst mitbekommen, weil man hat mir dann auch irgendwann, ich habe ja jetzt Kontaktlinsen drin, normalerweise habe ich, wenn ich früh morgens aufstehe, eine Brille an und das hatte ich zu dem Zeitpunkt, wo ich ins Krankenhaus gefahren bin, eben auch. Dann hat man mir irgendwann die Brille abgenommen. Das heißt, ich habe auch nicht mehr so viel gesehen. Und ich weiß, dass dann plötzlich hat es sich so angefühlt, als ob die einen ganzen Eimer kaltes Wasser über meinen Bauch ausschütten. Also das war dann eben dieses Jod. Und es war bestimmt nicht so viel, aber es hat sich so angefühlt, wie wenn da ein riesen Eimer Flüssigkeit über mich ausgeleert wird. Und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es war auch die Hebamme, die dann meine Hand gehalten hat und gesagt hat, sie werden jetzt gleich einschlafen und wir holen jetzt ihr Kind und halten sie sich ruhig an meiner Hand fest und das wird alles gut. Mein Mann musste in diesem CTG-Raum bleiben, der durfte natürlich nicht mit, also es wurde dann eben jetzt so ein Notkaiserschnitt eingeleitet und ich stelle mir das, also aus meiner Sicht, ich hab irgendwann angefangen zu weinen, aber ich glaube einfach, weil ich, also ich habe nicht realisiert, was jetzt passiert. Dazu ist zu wenig Zeit vergangen. Dazu ging das alles zu schnell. Aber es war einfach so ein Reflex. Also ich war plötzlich überfordert. Und was macht man mit mir? Und was ist mit meinem Kind? Und mein Mann muss da bleiben. Und also ich hatte gar keine Zeit, das wirklich zu realisieren. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch einfach aus Reflex angefangen zu weinen. Und aber ich stelle mir das aus Sicht von meinem Mann furchtbar vor, weil ich meine, er war ja praktisch voll da. Er hatte ja weder Schmerzen, noch wurde an ihm, sage ich mal, hier alles vorbereitet. Und dann werde ich plötzlich mit weggenommen und er muss da bleiben und er weiß jetzt nicht, was passiert mit seiner Frau, mit seinem Kind. Und ich stelle mir diese Minuten, die er alleine war, wirklich ganz, ganz, ganz furchtbar vor. Und
ja, so hat es mir dann danach auch geschildert. Und dann war es eben so, dass ich mich wirklich an dieser, ich glaube, es war die Hebamme, aber die hatten dann ja alle schon diese Masken an und ich habe es dann nicht mehr wirklich erkannt. Und wie gesagt, ich hatte auch keine Brille mehr auf und ich habe mich dann wirklich an dieser Hand festgehalten, habe gedacht, ich bin aber noch wach, ich bin noch wach. Und dann bin ich aber weg gewesen. Ja, und dann war es irgendwann so, dass ich, es muss ungefähr so eine Dreiviertelstunde später gewesen sein, hat mir mein Mann danach erzählt, bin ich so langsam wieder zu mir gekommen. Und dann war es so, dass ich gedacht habe, ja, jetzt habe ich aber richtig gut, richtig tief geschlafen. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, ich wache aus einem ganz, ganz erholsamen Schlaf auf. Ich habe super tief geschlafen und habe, also ich habe wirklich erstmal keine Erinnerung daran gehabt, was eigentlich alles passiert ist. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich in dem Raum, wo ich wach würde, ein kleines Baby wimmern gehört habe. Und dann kam plötzlich alles mit einem Schlag wieder. So, oh mein Gott, wir waren ja im Krankenhaus und man hat mich mitgenommen und man hat gesagt, man holt mein Kind. Und ich habe dieses Wimmern gehört, also es war kein Weinen, sondern wirklich nur ein ganz, ganz zartes Wimmern sozusagen. Und ich gedacht habe, oh mein Gott, das ist mein Kind. Ich muss wach werden, ich muss wach werden. Und dann habe ich so den Drang verspürt, zu Bewusstsein zu kommen. Aber ich habe eben klar durch diesen Notkaiserschnitt eine Vollnarkose bekommen gehabt. Das heißt, da muss man ja auch erstmal wieder raus erwachen. Sorry. Und es fiel mir wirklich ganz arg schwer, wieder zu Bewusstsein zu kommen. Und der Tag, also dieser erste Geburtstag, die Geburt von meinem Kind, habe ich wirklich nur relativ schattenhaft im Kopf, weil die Vollnarkose, die war wirklich heftig. Also ich habe wirklich eine Zeit lang gebraucht, bis ich wieder klar bei Bewusstsein war. Und mit das Erste, woran ich mich halt auch erinnere, dass ich wahnsinnige Schmerzen hatte. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es die Nachwehen waren oder generell, dass mein Körper eben mit der OP gekämpft hat sozusagen, aber ich weiß noch, dass ich zu meinem Mann die ganze Zeit gesagt habe, in diesem Aufwachraum, wo wir waren, die sollen mir was geben, die sollen mir was geben, ich habe so große Schmerzen. Und es war dann so, dass sie mir den Kleinen dann halt auf die Brust gelegt haben und das ist so schade, weil, also mein Mann hat Bilder gemacht, ich sah furchtbar aus, ich war kalkweiß im Gesicht, blutleere Lippen und ja, ich meine, man sieht nicht wunderhübsch aus, wenn man gerade eine OP hatte. Aber ich kann mich einfach nicht mehr richtig dran erinnern. Oder überhaupt nicht so richtig. Also ich kann mich ganz deutlich dran erinnern, dass ich ihn wimmern gehört habe und dass ich den Wunsch hatte, aufzuwachen und dass ich diese Schmerzen eben hatte. Aber ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, wie sie mir den Kleinen auf die Brust gelegt haben. Und das sind so diese ersten Momente und auch die ersten Stunden. Und ich finde das so schade, dass ich das einfach nicht bewusst erlebt habe. Ja, aber wie gesagt, mein Mann hat mir viel erzählt und wir haben versucht, das zusammen für mich zu rekonstruieren und wir sind dann aufs Zimmer gebracht worden. Und dann haben sie mir auch Schmerzmittel gegeben und hat man uns auch erstmal eine Weile in Ruhe gelassen und dass wir sozusagen realisieren konnten, dass das Kind da ist. Man hat mich dann auch irgendwann in Krankenhauskleidung angezogen. Da kann ich mich aber auch nicht mehr wirklich dran erinnern. Ich habe dann nur irgendwann die Bilder gesehen und zu meinem Mann gesagt, wann haben die mich denn umgezogen? Ich hatte doch während der OP noch mein eigenes T-Shirt an. Ich wurde doch nur untenrum freigemacht. Ja, haben die dich angezogen und hast du das nicht mitgekriegt? So, nee, habe ich nicht mitgekriegt. Das sind so Sachen, das ist einfach komisch, dass man das da was mit einem gemacht wird und man kriegt das irgendwie gar nicht mit, hat da gar kein Bewusstsein dafür. Und ich habe mich an dem Tag wirklich, ich musste das wirklich erstmal begreifen, dass ich jetzt plötzlich Mutter bin, dass mein Kind auf der Welt ist. Ich habe es lange nicht fassen können, auch wenn ich ihn gesehen habe. Also ich habe schon direkt Liebe verspürt, war nicht so, dass ich keine Verbindung zu ihm hatte, aber ich konnte es nicht so richtig greifen. Also es war irgendwie ganz komisch und durch diesen Kaiserschnitt hatte ich auch wahnsinnige Angst, mich zu bewegen. Also am ersten Tag lag ich sowieso nur im Bett, aber ich hatte auch die ganze Zeit Angst, mich zu bewegen und weil ich irgendwie Angst hatte, es reißt dann wieder auf und dann die Schmerzen. Und also es war wirklich ein ganz komischer erster Tag und es war auch so brüllend heiß und da hatte ich da das kleine Kind und ich war immer noch so ein bisschen benebelt und ja, es war einfach die ersten Stunden vollkommen verworren sozusagen für mich. Und
Ja, dann hat man versucht, eben den Kleinen, dann kam halt irgendwann die Krankenschwestern, haben wir versucht, auch den Kleinen anzulegen. Und man hat aber schon gemerkt, dass ihm da deutlich die Kraft fehlt zum Trinken. Sie hat dann gesagt, wir müssen es immer wieder probieren, dass man ihn anlegt und so weiter. Und ich sollte dann auch direkt anfangen abzupumpen, dass eben die Milchproduktion auch in Schuss kommt, also in Schwung kommt, weil durch den Kaiserschnitt merkt der Körper halt eben erstmal nicht, dass er nicht mehr schwanger ist, sondern das dauert eben dann einfach mit dem Milcheinschuss ein bisschen länger und dann in Kombination mit dem Kleinen, dass er eben einfach noch ja, zu schwach ist, um wirklich lang an der Brust zu trinken und das Ganze von selber anzuregen. Es war halt ein bisschen schwierig. Also er ist letztendlich gekommen bei 36 plus 5, also 3,5 Wochen zu früh. Zählt dann eben aufgrund dieser 2 Tage auch noch als Frühchen. Es war aber mit ihm alles in Ordnung. Also man hat dann direkt Untersuchungen gemacht, er ist kerngesund, das Atmen hat direkt geklappt und alles wunderbar. Er hat knapp 2,5 Kilo gewogen und war dann eben noch ein relativ zartes Persönchen. Man hat dann auch bei mir noch ein paar Untersuchungen gemacht, aber man konnte uns wirklich bis zuletzt nicht sagen, was eigentlich das Problem war, warum ich diese Schmerzen hatte, warum die Herztöne abgefallen sind. Das sind alles Sachen, die wir bis zum Schluss ja, einfach ungeklärt lassen mussten. Wir haben dann auch noch mal lange Gespräche mit der Hebamme, die unten dann im CTG-Raum uns betreut hat und eben auch bei der OP dabei war, gesprochen. Auch mit der Ärztin, die dabei war und an sich den Kaiserschnitt hat ein Oberarzt durchgeführt, glaube ich, ja. Aber man hat es einfach nicht rausgefunden. Also es war keine Schwangerschaftsvergiftung. Wie gesagt, mit dem Kleinen war alles komplett in Ordnung. Man weiß es einfach nicht. Die Plazenta war noch in Ordnung. Keine Ahnung. Das ist wirklich was wir bis heute einfach nicht wissen, was das Problem war. Ja, und wie gesagt, mein Mann hat mir relativ viel dann eben erzählt, was eben in der Zeit passiert ist, wo ich noch nicht da war, vom Bewusstsein her. Und er hat gesagt, also von dem Zeitpunkt an, als ich mitgenommen wurde, bis die Hebamme ihm dieses kleine Bündel in Handtücher gewickelt gebracht hat, sind exakt 7 Minuten vergangen. Also das ging wirklich wahnsinnig schnell. Generell, wenn es zu einem Notkaiserschnitt kommt, geht es ja generell sehr schnell. Aber wir hatten das Glück, dass praktisch ein komplettes Team gerade eigentlich schon kurz davor war, einen anderen geplanten Kaiserschnitt durchzuführen. Das heißt, die waren eigentlich schon, wenn, so wie man uns das erzählt hat, schon in diesem OP, die Frau war vorbereitet und es hätte eigentlich losgehen können. Und dann hat man hat ja überall im gesamten Krankenhaus, also zumindest in diesem Kreißsaalbereich, dann in die sämtlichen Zimmern diese Monitore, wo man eben sehen kann, wenn irgendwo jemand am CTG hängt und man kann von allen Räumen praktisch aus diese Herzfrequenz verfolgen. Und da hat man eben gesehen, hey, bei uns gehen die Herztöne runter und hat man gesagt, ha, jetzt warten wir einfach mal kurz, bis sie sich wieder stabilisiert haben oder eben wenn nicht, dass man eben mich dann sozusagen vorzieht, weil dieser geplante Kaiserschnitt, das war wohl nichts Dringliches, klar, sonst wäre es eben kein geplanter Kaiserschnitt gewesen. Und deswegen ist dieses komplette Team, was eigentlich gerade dabei war, einen anderen Kaiserschnitt zu machen, zu uns oder zu mir sozusagen gerannt und hat dann eben diesen Notkaiserschnitt bei mir durchgeführt. Und deswegen ging das auch so verdammt schnell. Und dann war mein Mann eben, wie gesagt, mit diesem Kleinen alleine. Man hat ihm dieses Bündel dann in die Hand gedrückt, ihm gratuliert und dann ist die Hebamme auch schon wieder sozusagen zu mir gerannt und hat mich weiterhin mitversorgt. Und das muss wohl auch für meinen Mann ganz krass gewesen sein. Also wir fahren dahin in dem Denken ist, ja, wir gucken jetzt halt mal und dann gehen wir wieder nach Hause und er geht arbeiten. Und dann plötzlich diese Hektik und ich werde mitgenommen und 7 Minuten später hat er sein Kind auf dem Arm und ist damit aber komplett alleine. Also ich stelle mir das auch so krass für ihn vor, dass er dann, bestimmt hat er sich klar gefreut, seinen Sohn zu sehen, aber ich glaube, die Situation hat auch einfach ihn irgendwo so ein Stück weit überfordert und er musste das auch erstmal realisieren und ja, also mein Mann ist jetzt niemand, der vorher so sicher war im Umgang mit Säuglingen. Also ich glaube, er saß auch wirklich, so stelle ich es mir zumindest vor, eine Dreiviertelstunde stocksteif da mit diesem Kind im Arm, hat sich nicht bewegt und nicht gerührt, weil er Angst hat, irgendwas falsch zu machen, irgendwas kaputt zu machen. Also es war für uns beide ehrlich gesagt nicht leicht, aber wir sind dankbar, dass das alles gut gegangen ist. Man hat auch noch mal zu mir gesagt, dass die Ärzte froh waren, dass ich diesen Instinkt hatte. Wir lassen lieber nachgucken, ob irgendwas ist,
Es war wohl irgendwo ein Notsignal von meinem Körper, der mir gezeigt hat, es ist irgendwas nicht in Ordnung. Das war eben dieser Schmerz, aber man kann eben nicht genau sagen, was die Ursache war. Und da bin ich schon froh, dass ich da diesen Instinkt hatte. Ich gehe nachgucken und lassen und ich warte auch nicht, zum Frauenarzt gehen zu können, sondern ich gehe wirklich mit meinem Mann direkt in die Klinik. Da bin ich schon sehr froh. Es hat mich schon, also ich will nicht sagen, dass ich danach eine Depression hatte, das definitiv nicht, aber ich habe schon eine ganze Zeit lang damit zu kämpfen gehabt. Da würde ich aber, wenn es euch interessiert, nochmal ein separates Video zu machen, wie ich einfach die Zeit danach sowohl körperlich als auch, sage ich mal, geistig empfunden habe, psychisch, was alles mit diesem Notkaiserschnitt zusammenhängt. Ich glaube, sonst wird das Video jetzt einfach zu lang. Genau, ja, die ersten Stunden waren dann, wie gesagt, ich musste erst mal gucken, dass ich überhaupt zurechtkomme, gedanklich jetzt Mama zu sein. Und wir haben dann auch irgendwann klar unsere Familie und Freunden Bescheid gegeben. Und ja, ich musste das dann, wie gesagt, erst mal realisieren, dass der Kleine da ist und mit den Schmerzen auch zurechtkommen. Es ging dann aber irgendwann ganz gut und ja, dann war er plötzlich da, der kleine Nino. Und ja, heute springt er hier rum und rennt und man denkt gar nicht mehr, dass irgendwas in der Hinsicht geburtstechnisch nicht normal gewesen wäre bei ihm. Von daher, da bin ich sehr, sehr dankbar für. Genau, wenn ihr irgendwelche Fragen habt noch zum Thema Notkaiserschnitt, zu meiner Schwangerschaft, dann schreibt mir gerne entweder in die Kommentare auf Instagram via Direct Message oder auch gerne eine E-Mail an sandra@muckelwunder.de auf meiner Homepage www.muckelwunder.de. Und ja, lasst mich einfach mal gerne wissen, habt ihr auch Erfahrungen mit Kaiserschnitt? Wie sind eure Kleinen auf die Welt gekommen? Kaiserschnitt, Notkaiserschnitt, Wunschkaiserschnitt, geplanter Kaiserschnitt? Oder hattet ihr eine ganz natürliche, traumhafte Geburt? Lasst es mich sehr gerne mal wissen. Auch wenn ihr, wie gesagt, mehr dazu wissen wollt, schreibt es mir sehr gerne. Und den Bericht, wie gesagt, wie es mir nach dem Kaiserschnitt ging, mache ich, glaube ich, in einem separaten Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder zu einem neuen Video einschaltet. Liked fleißig dieses Video und lasst mir auch gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder.